Herzlich willkommen zurück zu Zomb Raider und dem Project Ozone 3 Modpack mit dem Spooky, der einen Hörsturz gerade von der Begrüßung bekommen hat. Hallo, 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 Nauze. Hallo. Klappe blöd, Mann. Wie ihr sehen könnt, stehen wir hier vor Tinkers Construct Tables. Die werden wir heute zeigen, wie man die herstellt. Die sind ganz wichtig. Die macht man eigentlich viel früher, aber die haben wir schon eine Weile stehen. Deswegen kamen wir noch nicht dazu. So, als erstes braucht man dafür Blank Pattern. Die macht der Spooky jetzt mal im Crafting Table. Im Crafting Table, genau. Blank Pattern, was muss ich einfach nur Blank Pattern auch eingeben? Ja. Und dann Blank Pattern. Nee, geht nicht. Geht's nicht? Doch. Blank Pad. Pad. Mit E oder was? Ah, ja. Da oben sind sie doch, die blanken Dinger da. Die Blank Pattern halt. Die rechten, die Holzdinger. Stencil Table, warte mal, Sterile, nee. Ein Blank. Denn? Hast du Blank richtig geschrieben? Ich weiß es nicht. PLA, ne? PLA, Blank. Ach so, toll. Nicht Plank, du Plänke. Blank. Pattern. Ah, da, ja, genau. Genau, die Holzdinger nimmst du davon, das andere ist von Embleid Energy Sticks. Genau, das heißt. Craftest du jetzt mal 8 Stück von. Okay, 4 habe ich. Ist ja immer 4 raus, genau. 8, genau. 8 habe ich. Genau. Dann brauchst du. Musst du eine Truhe machen. Was ist denn eine Truhe? Eine Truhe, mach mal eine ganz normale Truhe. Ach so, ja. Gut. Ja. Nein, nicht mit dem Blank Pattern. Achso. okay. Eine Tour reicht. Gut. So, und dann machst du die Tour rein und einen Blank Pattern da drüber. Ne, da drüber. Drüber, okay. Dann kommt der Pattern Chest, genau. Genau. Pattern Chest. Wunderbar. Dann machst du jetzt ein Lock. Hast du ein Lock da? Nee, ein Lock habe ich nicht da. Hol mal schnell eins. Jetzt hast du nämlich die Pattern-Truhe gemacht. Genau. Genau, dann packe ich dir mal ein Loch rein, dann machst du wieder so ein Blank-Pattern oben drüber. Ah, da dann kommt der Part-Bilder, genau. Genau, cool. Genau, dann brauchst du ein Plank. Pack mal ein Plank rein und ein Blank-Pattern. Aha, Das ist ein Stencil-Table. Jetzt muss ich mal überlegen, wie das dritte Teil war. Stencil-Table, Part-Bilder. Toolstation. Achso, da brauchst du eine Workbench. Für die Toolstation? Ja. Achso, genau. Ah ja, cool, ja. Workbench müssen wir machen. Nein! Ah, verdammt. Was ist denn los hier? Workbench. Genau, da packst du wieder ein Blank Pattern drüber. Dann haben wir alle Teile. Ah, nice. Forge zeigen wir noch nicht, easy. Das machen wir in der späteren Folge. Genau, jetzt hast du alle Teile. Dann kannst du ja hier daneben aufstellen. Dann haben wir gleich 2, dann falls mal einer voll ist. Kann ich bei mir da hinten vielleicht irgendwo hinstellen? Dann kann ich die auch benutzen. Direkt hier an meiner Konsole. Ja, hier ist ja kein irgendwie Platz mehr. Du sollst ja nicht hier mitten in den Raum stellen. Ja, ich hätte jetzt hier eins freigelassen und so, dass man hier so einen Durchgang hat. Aber mach doch hier drüben neben Iron. Ah, ja, genau. Das musst du aber überlegen, so dass Toolstation und der Part-Builder muss mit der Truhe verbunden sein. Toolstation und Partbilder muss mit der Truhe verbunden sein. Die Truhe ist die Pattern Chest, ne? Genau. Und dann würde es ja Sinn machen, vielleicht zuerst den Stencil Table hier hinzumachen. Genau. Ich könnte ja eigentlich auch den Eisenblock wegmachen. Machen wir den weg. Wir machen ab da. Gehen wir nicht so weit rein. So, was habe ich jetzt gesagt? Toolstation mache ich zuerst, ne? Ne, Toolstation nicht. Den Part. Stencil Table. Stencil Table, genau. So. Jetzt haben wir eine Stencil-Table, dann machen wir die Truhe machen wir ganz außen hin am besten. Nee, die machst du hier. Hier? Ja. Ach so, der, ach ja, müssen beide jeweils mit ihr, ja klar. Genau. Ja, okay, gut. Verstanden. So. Da haben wir das Construction. Genau, wie ihr sehen könnt, wenn er jetzt auf den Part-Builder geht, greift auf die Pattern-Chest zu und
selber, obwohl die Toolstation greift ja nicht zu. Ah, ist egal. Ja. Ja, dann Chestpark. So, jetzt packst du mal in den Stencil Table paar Pattern rein. Liegen die noch da auf der Werkbank? Nee, die sind. Ja, doch, genau. So, oh. In den Partbilder. Stencil Table! Stencil Table, stimmt, habe ich sogar angeklickt. So, hier. Da klickst du jetzt links auf den Spitzhackenkorb. Und nimmst es raus. Aber nur eins. Zack! Genau. Jetzt gehst du auf Axtkorb, aber den normalen. Wo ist denn der? Hab ich dir schon gemacht. Achso, okay. Schwer zu erkennen, ja. Achso, das hier ist ein anderer Axt. Ne, das hier ist die richtige Axt. Ja, und da gibt es noch den großen Axtkopf oder was, genau, ist das? Genau, das machen wir später dann. Machen wir ein andermal. Ich will eine große Axt. Du hast, auch raus, hast du? Ja, habe ich schon. Dann noch ein Schwert. Ein Schwert. Das ist auch das normale hier, das, ne? Genau, nicht das Großschwert. Aha. Ah, so kann man sich diese Dinger, da kann man sich das schmieden, ey, das ist ja cool. Aber dann machst du noch ein Binding Pattern, ist das kleine Kreuz? Ja, hast du schon ausgewählt? Ach, du hast nicht hier noch Blank Pattern, ja, habe ich schon ausgewählt. Du musst noch ein paar Blank Pattern herstellen, weißt du noch, wie die gehen? Ja. Geh mal an Crafting Table ran, mach noch mal vier Stück. Gehen doch auch so, oder? Oder? Gehen die nur an Crafting Table? Ja, nur ein Crafting Table. Die gehen auch so in deinem im Dings. Ja, deswegen. Ah, ja. So, nochmal vier, ne? Ja. Gut. Haben wir. Jetzt wieder den Stencil Table und machst noch eine Tool Rod, eine normale. Okay. Tool Rod. So, und wir. Dann noch White Guard Pattern. White Guard Pattern. Oh, habe ich sogar richtig gedrückt. Habe ich doch schon gemacht. Ja, ich habe auch nochmal drauf gedrückt. Jetzt kann es sein, dass ich sehr. Jetzt brauchst du Cobblestone. Ich hol mal Cobblestone. Oder hast du welche? Cobblestone habe ich, ja. Dann musst du in den Partbilder. In den Partbilder gehen wir da hier rein. Ah, okay. Da packst du bei den Materialien Cobblestone rein. Mache ich jetzt mal. So. Genau, da unten. Und links machst du ein. Achso, nee, pack mal die Pattern alle in die Chest. Also die fertig. Achso, dann kann man ja, genau. Oh, pack mal alle rein. Achso, der macht die so rein. Geht, okay. Wenn man sie in der Hand hat. Dann kannst du hier im Partbilder dann nämlich immer ziehen, ein bisschen rüberziehen. Ah, ja, cool. Aber geht auch mit Shift und Dings. Ich hab die schon mal reingepackt, dann machst du jetzt ein Pickaxe-Head. Kannst du da rausziehen. Auf rechten Seite. Macht er nicht, er geht immer wieder zurück rein, irgendwie. Du musst. Was machst du denn da? Ich hab da schon alle drin gepackt. Brauchst du da was rausnehmen? Ja, ich versuch's, aber geht nicht. Immer noch mal Cobblestone hoch und mach noch mal rein. Nee, noch mal rein. Nimm den noch mal weg, den Cobblestone, und mach den wieder da rein. Ach so. Geht nicht. Hast ja auch nicht rausgenommen. Ich kann ihn nicht raus. Jetzt geht er. Jetzt geht er. Ja, komplett rausnehmen, einfach mit Linksklick. Ja, ging aber nicht, er hat den immer wieder zurückgeschnarrt. Aber jetzt ging's, wie ich die Station verlassen jetzt habe und nochmal. Ist da eine Stone Pickaxe Head jetzt auf der rechten Seite? Ja. Mal raus. Hab ich ja schon jetzt. Achso, dann mach jetzt noch ein Tool Rod. Tool Rod Pattern, ja. Zack. Oh. Nimmst du auch raus? Ja. Dann brauchen wir noch ein Binding Pattern. Oh, das habe ich gerade rausgenommen, kannst du wieder. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das? Ah, okay. Denk dran, wieder eine Kiste packen, genau. Dann nimmst du auch raus, das Stone Binding. Dann brauchen wir noch ein White Guard Pattern. Da ist das White Guard Pattern. Zack. Da auch raus, was haben wir noch nicht? Was haben wir denn noch nicht? Den Axtkopf haben wir noch nicht. Wir haben den das Schwert noch nicht. Genau, so. Die beiden Sachen machst du jetzt genauso. Ich hol schon mal Gold, damit wir das einschmelzen. Genau. Teile sind denn das, damit ich nicht zu viel Gold hole? Sind 2, 4, 5, 6, ne? 12 Gold. Ja. Dann gehen wir zu deiner Schmelze, die du gebaut hast. Wenn du die Schmerz. Teile alle hast. Wenn du alle 6 Teile jetzt hast. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, hab ich. Pack schon mal das Gold rein.
Genau. Kannst du hier schon mal eins von den Teilen rauflegen, die du hergestellt hast? Genau. Warte, Moment. So. Dann machen wir das. Ne? Und jetzt warten wir, bis das Gold geschmolzen ist. Ach, ist schon. Warte, ich stelle ein. Okay. Jetzt kannst du jetzt gießen. Gießen. Das machst du jetzt mit den anderen Teilen auch. Also wie ihr sehen könnt, so stellt er dann die einzelnen Pattern her. Oder Casts, genau. Heißen die ja. Achso, da geht auch das Ding kaputt, ne? Dass man das genau, da das geht kaputt. Hat. Das ist ja aus Stein. Aber ich glaube, Metall geht auch kaputt. Ist egal, was man dann für Dings nimmt. Ja. Sehr gut. Wir brauchen hier unbedingt noch eine Truhe. Ich mach mal eine. Sehr cool. Holz. Gefällt mir. Mach schon. Zack. Jawohl. Zack. Vor allen Dingen. Ja, das ist cool gemacht. Ja. Diesen Pattern herstellen, finde ich. Wie hast du denn eine Truhe für die ganzen Patterns? Die Casts. Hast du alle hergestellt? Ja. Gut, dann zeigen wir jetzt, wie man ein Waffenteil herstellt. Holen mal gutes Metall, am besten irgendwie Kobalt oder so, wenn wir ihn noch haben. Wenn wir noch Kobalt, wo ist ein Kobalt? Ja, hier. Gutes Kobalt. Ich würde gerne rosa eine Sache machen. Kobalt, ich schmelze mal ein bisschen Kobalt ein. Warte mal, wie wir brauchen wann. Ja, beides zweimal machen. Genau, erst den Spitzhack wird wohl nicht ganz reichen. Mach mal lieber das Schwert rein. Wir müssen ja nicht alles herstellen. Da muss erst den Schwert. Genau. Warte mal, ich schmelze mal ein. Wie viel brauchen wir? Ich glaube, 4. Dauert jetzt ein bisschen länger, weil Kobalt ein bisschen fester ist. Achso, wir brauchen ja nur noch 4 für die Rot. Und dann hole ich noch Elektrum oder so. Ja, du hast jetzt Kobalt-Ingon reingemacht und da unten ist ja schon Molten Lead drin, ne? Ist nicht schlimm. Ah, okay. Okay. So, also ich brauche jetzt eigentlich nur das Zeug für das Schwert, ne? Die anderen lege ich dann schon mal weg. Weil da brauchst du ja nur, was brauchst du denn für das Schwert jetzt alles eigentlich hier für Casts? Das White Gurt Cast, die Klinge und wahrscheinlich eine Tool Rod, ne? Genau, Tool Rod, das ist... Braucht man das Binding auch? Nee. Gut. So, dauert noch einen Moment. Jetzt dauert einen Moment. Molten Elektrum, Molten Kobalt. Habe ich schon eingestellt. Wie kann man das einstellen, welches man jetzt rausgießt? Mit Linksklick auf das. Ah, okay. Also immer was unten ist quasi, ne? Genau. Ah, gut. Das gießen wir jetzt. Ich gieße das mal. Machen wir jetzt ein Schwert. Schön. Wasserschwert. Ich will mal gucken, ob er wirklich zwei verbraucht. Ja. Genau, das nimmst du jetzt raus. Yay. Jetzt mal noch eins. Die will es auch eins. Ich habe eine Klinge. Man darf übrigens nicht alle Teile aus demselben Material machen, weil sonst ist das Schwert Schrott. Jetzt mach mal das nächste Teil rein vom Schwert. Ach das so, Petter, okay. Das Cast, genau. Was ist das? Nee, nimm mal das andere Ding. Die Rot. Die Rot. Rote so, Rotte. Dann machen wir auch zwei. Ah, deswegen sieht das Ding so durcheinander aus, da was du da gebastelt hast. Ist das nicht rein Obsidian, was du gemacht hast? Hä? Ja, nee, ist nicht reines Obsidian. Ah, okay. So, davon haben wir auch. Jetzt kannst du das Binding heißt es, glaube ich, ne? Drin machen. Nee, der ist White Gold, ne? Ja, genau. Ich hole mal noch mehr Kobe. Quatsch, wir haben Elektrum, brauchen wir ja. Hast du die Patterns rausgeholt? Nein, die sind doch hier drin. Ja, aber die, also genau, ja. So, soll ich das jetzt schon fließen lassen? Nein, noch nicht. Ich muss erst umstellen, ob Elektrum. Genau. Jetzt kannst du gießen. Also zweimal musst du machen. Ja. Du hast zweimal eben das blaue Ding gemacht? Ja. Cool. Ja, das geht ziemlich schnell. Genau, und jetzt müssen wir zurück an den Partbilder. Ach so, das war ja dein. Kannst jetzt so liegen lassen, wie es ist. Wir schmeißen das mal hin. Nehmen wir mal den hier, der ist näher dran. Nämlich. An den Partbildern, die Toolforge. Genau. Toolforge. Ah ja, da haben wir es, ne? Toolstation. Ach,
wir waren ja gar nicht fertig. Ach, wir wollten ja das Schwert machen, genau. Dann klick mal auf das Schwert. Genau, und da packst du jetzt alle Teile rein. Ich hab, mir fehlt noch eins. Du hast nämlich... Achso, warte. So, jetzt. Genau. Alle Teile kannst du auch beide zweimal reinpacken jeweils. Ja, und die Klinge hast du aber auch, oder? Ach ja. So. Gut. Kannst du zwei Schwerter herstellen. Das kommt jetzt raus quasi. Lightweight, Momentum, Shocking. Oh, cool. Cool. Pulmanesa-Quarz. Ja. Ah, das Shocking kommt bestimmt vom Elektrum, was du reingemacht hast. Genau, das kommt vom, ne? Elektrum. Ja. Nice. Bei der Nether-Quarz. Ach da. Cool, hat zwar weniger Attack-Damage wie das Obsidian, aber hat eine coole Sache. Leichtgewicht. Was auch immer das ist. Kannst dann vielleicht schneller attackieren. Jetzt modifizieren wir die Waffe. Attack-Speed ist definitiv schneller. Das kannst du dann auch rausholen, oder? Dann gehst du auf Reparier, also auf Repair and Modify. Ah, okay. Wie da packst du in der Mitte dein Schwert rein. Ah, okay, gut. Yep. So, ich pack jetzt Netherrack und Diamanten rein. Man kann die dreimal modifizieren. Ich weiß gar nicht, was die Diamanten. Moment, genau, Diamant. Sharp haben wir jetzt drauf, denn. Und jetzt kannst du das Schwert rausnehmen. Ah, okay. Ach, du verbrauchst bloß einen Diamanten. Ich dachte, man kann mehrere Diamanten. Ne, nicht nochmal reinpacken. Jetzt hast du mein Schwert. Gib mir meins wieder. Ach so. Danke. Bitte. Ah, ja. Diamond Sharp. Ja, jetzt sieht man das auch nochmal, dass das nochmal Zusatz. Ah, jetzt ist es auch genauso, jetzt ist es sogar stärker als das Obsidian-Schwert. Wir müssen noch überlegen, was war als nächstes. Also so stellt man halt Waffen her. Rüstung kann man, glaube ich, auch. Ich guck mal. Da kann man natürlich ein bisschen rum experimentieren, welche Elemente einem am besten liegen oder für welche Fälle das gut ist, also was man einschmilzt und so. Weil eben wie die Fähigkeiten Shocking oder sonst irgendwas ist natürlich schon cool unter Umständen. Durability ist auch viel höher als auch von unserem Obsidian-Schwert. Wir sind von 1629 und der Tech ist auch besser, aber nur knapp. Also man kann es noch weiter modifizieren, das machen wir aber in einer anderen Folge. Ja und die Attack-Speed ist schon um einiges besser. Also das ist auch schon mega nice. Gut. Aber nur knapp. Ja, gut, bei Speed ist 0,1 noch was ist schon viel. Wir haben nur einen Modifier drauf, auf dem anderen haben wir 4. Ja. Kann man immer noch weiter, wir können ja noch, weiß ich was, gar nicht, was Lapis bringt, wenn wir Lapis drauf machen. Ich hole mal Lapis. Dann pack mal, wo ist denn das jetzt? Pack mal in die Toolstation dein Schwert. Das sieht man sogar schon mit dem Auge, dass es schneller ist, finde ich. Ja. Ach, dann mach mal noch Lack drauf. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, ob es denn mehr Loot bringt. Lack, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare nice schreiben. You're getting all the nice things and a lot of them, steht bei. Komm raus. Ah, hatte ich schon. So, jetzt haben wir halt modifiziert. Können wir natürlich noch weiter modifizieren mit Redstone. Ich kann ja noch Redstone holen. Was reinigt du? Mit Schleim. Wattel. Ach, mit Redstone geht gar nicht mehr. Haben wir schon. Nimm doch mal den Schrott da raus. Geht gar nicht mehr. Haben wir schon wahrscheinlich genug modifiziert. Ja, ist ja Shocking drauf, deswegen. Ah, Momentum, okay. Diamond, Sharp, Luck. Obwohl bis. Das ist ja komisch. Kannst wieder rausnehmen, dein Schwert geht nicht mehr. Okay. Wenn ich mein Schwert an den Boomerang hätte. Oh Mann, geil. Das ist aber cool. Das ist echt cool. Da kann man sogar Pfeile kann man hier modifizieren. Also für Arrows kann man ja richtig coole Arrows dann wahrscheinlich machen. Mega. Mega cool. Das Schwert sieht auch geil aus. Dieter Bohlen, ey. Mega. Das Schwert ist vor allem sau cool, das sieht super aus, guck mal. Das sieht besser aus als das andere. Ja. Geh mal kurz hier weg, ich muss. Weil jetzt ist es dahinter hier fallen. So, hab ich jetzt schon wieder gedrückt. F5 war das, ne? Ja. Mit Jammer von Crazy Skull.
Was wollen wir denn als nächstes sagen? Warte, guck mal auf meinen schlauen Zettel. Ich weiß gar nicht, wie lange waren das jetzt schon? Das war doch schon ziemlich lange, was wir gemacht haben, oder? Dann brennen wir die Folge. Was war das? Hier noch meine Waffe verzaubern. Hast du dein Schwert schon verzaubert, oder was? Nee. Weil dein Schwert so leuchtet. Ach, das ist Elektrum. Das ist Elektrum. Ah, das hat auch gerade so gezischt. Wahrscheinlich, wie ich über... Ich bin nämlich hier über die Lava drüber gelaufen. Hat sich das vielleicht aufgeladen oder so? Nee, nicht durch die Lava. Von alleine lädt sich das auf. Ah, okay. Lol. Ja, meine Level sind schon wieder weg. Ja, irgendwie ist das mit dem Nether, ey. Und den anderen Dimensionen. Ich glaube, du kriegst da irgendwie Level plötzlich und dann sind sie wieder weg. Ich glaub, ja, da ist irgendwie verpackt damit. Auf dem Server. Doch kacke, ich wollte gerade mein Schwert verzaubern. Ich habe jetzt 19 Level. Das reicht gerade mal für eine 2er Soulbound. Soulbound ist natürlich cool. Ich hatte über 40 Level, das ist doch doof. Muss ich jetzt extra in den Nether wieder zurück oder was? Hat bei mir letztens auch nicht geholfen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Doof. Ja, das ist echt blöd. Das ist nicht, was die für Probleme mit dem Level da haben. Das liegt am Server, also an dem Modpack. Das wird verbuggt sein. Ja, wahrscheinlich. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da eine Ahnung habt, ob das irgendwie an der Server-Einstellung oder ob das am Modpack liegt und ob das irgendwas bewirkt, wenn man das fixt irgendwie. Irgendwann mal, hoffentlich, wenn mal wieder ein Update rauskommt. Das letzte kam im April von dem Modpack. Ja. Dann sagen wir mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge wieder mit dem Spooky und Zomb Raider. Und der Sandy und Project Ozone 3. Genau. Ciao. Ciao. I need